Es ist 20:01. Eine Minute zur Verspätung. Macht nichts. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle da und glücklich und freut euch. Ich freue mich auch, dass es heute mal wieder geklappt hat. Jetzt machen wir erst mal ein Lichtl an. So, Mann, sag mal was, wie sieht's aus? Sieht alles sehr, sehr schick aus. Ja? Ja. So, mit dem Schleifchen. Ja, ich mache noch die Wegzerrung frei. Achso, mein Mann ist übrigens drin. Das sind Kekse von der Anne. Die haben wir gestern per Post gekriegt. Und die sind so, so lecker. Danke, Anne. Wer die Anne nicht kennt, die Anne-Marie, die spielt bei uns sonst immer mal Geige. Bei der Irish Folk Band, Shamrock Sheep. Und ist ganz zauberhaft. Ein ganz toller Mensch. Deswegen viele tausend Herzen an dich, liebe Anne. Ich rede ins Mikro, obwohl es gar nicht an ist. Das ist nicht toll. Das ist schon so eine Stage-Krankheit irgendwie. Ja, okay. Hallo vom Jörg. Hallo Jörg. Ich habe ein neues Buch. Also es ist nicht neu, das habe ich schon länger. Auch das habe ich jetzt mal rausgekramt. Heißt Finde deinen Weg. Das ist gut. Und da gibt es schöne Sprüche draus. Und heute habe ich einen mitgebracht von Marc Aurel. Ich hoffe, das stimmt so. Blick in dein Inneres. Da drinnen ist eine Quelle des Guten, die niemals aufhört zu sprudeln, solange du nicht aufhörst, nachzugraben. Mhm. Weißt Bescheid. Ich sage immer, weißt du Bescheid? Mhm. Ich weiß Bescheid. Du weißt auch Bescheid. So, danke schön, dass ihr alle gefragt habt, ob ich wieder ein Konzert mache. Ich freue mich sehr. Mein Mann macht gerade Faxen, deswegen habe ich gegrinst. Von der Romy, viel Spaß. Dankeschön. Ja, mache ich heute wieder, aber ich habe mir heute Herzschmerzi-Lieder rausgesucht, hatte ich einfach mal Lust und ihr seht auch, das Mikro ist aufgebaut, deswegen habe ich auch die Mikrokrankheit, weil ich wieder lupen möchte. Das macht mir einfach total Spaß und ich habe heute 3 Lieder mitgebracht, alles Englisch und ja, ich starte mit, ja, was starte ich? Mit Read All About It von, das weiß ich gleich gar nicht. Hä? Nee. Von der Aurora? Nee, auch nicht. Naja, ihr wisst schon, ihr kennt das schon. Es tut mir leid, ich muss das noch in den Kommentaren aktualisieren. Ich komme nicht drauf, wie so heißt eine Schnecke. Alles gut. Ja, ihr könnt es ja drunter schreiben. Von wem ist Read All About It? Okay, gut. Genug Spaß gemacht. Jetzt wird's ernst. Hoffe ich zumindest. Thank you.
Party! Vom Stefan. Hey Leute. Hallo Stefan! Welcher auch immer von den vielen, die ich kenne. Unser Stefan. So, das Lied habe ich jetzt für Linda gesungen. Die Linda vom Stefan. Das hat Datenschutz, wisst ihr? Und liebe Linda, das habe ich gesungen, weil du immer auf deinem WhatsApp-Status stehen hast, wir könnten alle einen Mutausbruch gebrauchen. Ja. Das finde ich nämlich cool. Da hast du recht. So, jetzt mache ich mal eine Schnaufpause und mache erstmal was ohne Lupert. Das ist immer so aufregend. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich gerade zitter, weil ich so aufgeregt bin, dass das immer alles klappt. Aber ihr merkt schon, von Konzert zu Konzert wurde es besser. Ihr seid meine Versuchstruppe. Ich habe wirklich zum ersten Corona-Konzert habe ich angefangen mit dem Lupert. Und deswegen... Hey, danke, dass ihr durchhaltet. Okay, ich lasse mal hier mein schlaues Buch an. Mann, erzähl doch mal was. Ich habe heute nicht viel zu erzählen. Ach komm schon, irgendwas Spannendes. Gibt es nicht leider heute. Ah, keine Spannung für dich. Nein, heute ein ganz langweiliger Tag. Langweilig? Außer, dass wir für Latus und Muri Schleichwerken in eigener Sache jetzt anfangen, die Gitarren zu reampen, damit ihr bald da auch was hört. Ja, wer nicht weiß, was das ist, erklär's doch nochmal, ich erklär's falsch. Nee, wir wollen es eigentlich nur, dass die Gitarren noch einmal durch den richtigen Amp geschickt werden, um einen richtigen Klang draus zu machen, damit ihr dann auch auf dem Album richtig gute Musik habt. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir mit der Metalband gerade aufnehmen fürs Album und dass wir dieses Jahr auch fertig werden wollen. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Was ist das Letzte? Unsere Anne, die mit der Geige ist schon und den Keksen, die muss noch was einspielen. Doppelfi muss noch zwei Lieder singen. Genau. Na dann, was machst denn du hier? Okay. Jetzt habe ich noch was mit. Aha, ein Liebeslied. Von Adele. Hat jemand drunter geschrieben, von wem das jetzt war? Nee. Ich komme echt nicht drauf, wie die Stimme heißt. Emily Sunday? Danke, ja. Danke, Romy. Danke, liebe Romy. Danke. Ich habe es vor uns noch. Ich hätte es mir draufschreiben sollen, aber nein, was soll's. Gut, ich habe mitgebracht von Adele. Thank you for my love. Ganz was Ruhiges, ganz was Schönes, kennt ihr bestimmt auch. Vom Frank Riese, hallo und lieben Dank aus Thüringen ins Erzgebirge. Hallo Frank, Dankeschön. Oh, das ist ein cooles Instrument, ich hätte mal ein Sweetcase Stereo Piano mitgebracht. Klingt gut, ja? Okay, also, Adele. Ich bin nicht Adele, muss ich gleich sagen. Ich sing's nicht so wie sie. Nicht, dass es Beschwerden gibt. Wir hatten ganz kurz schlechte Netzverbindung. Wir hatten eine schlechte Netzverbindung, aber jetzt nicht mehr? Steht wieder alles gut. Gut. Na gut. Na dann, ich starte. Es kommt kein Ton, ist auch schön. Sekunde, ich muss noch was einstellen. Merke ich gerade. Thank you.
tut mir leid, ich habe manchmal Menschendemenz. Das ist. Ich bin schlecht im Merken, wirklich. Also wenn wir uns sehen, weiß ich es bestimmt, aber vielleicht kennen wir uns auch gar nicht. Wenn man sagt, was weiß ich. Sehr schön. Ja, gut. Eins habe ich noch. Ich stelle erst mal um. Du bist wieder dran. Schweig. Ich schweige nicht. Ich versüße euch die Zeit mit einem Hasenkeks im Herzform. Ohne Ton? Muss auch ein Geräusch dazu machen. Krümelmonstergeräusche oder so. Sehr schön. Ich würde euch ja jetzt fragen, was ihr heute so gemacht habt. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Schreibt es in die Kommentare. Okay. So, das sieht gut aus. Ich habe mitgebracht einen Mörder-Song, tatsächlich, heißt er so, ist von Aurora und ich finde den echt cool, muss ich einfach sagen. Ist ein bisschen schwierig, sag ich mal so, textlich, also inhaltlich, aber irgendwie echt cool. Deswegen, den mache ich jetzt noch. Macht euch keine Sorgen, ich habe einen Fluchtweg. Das ist gut. Thank you.
war krass. Dankeschön. Ich war zwischendurch mal ganz still. So schnell. Ja, bis morgens. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zittrig. Das war immer. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall sehr viel herzlichen Dank. Okay, ihr Lieben. Ich weiß noch nicht, wann es das nächste gibt. Ich habe ja gesagt, irgendwann pro Woche. Ich will das auch durchhalten unbedingt. Aber ich muss euch auch sagen, es hat mir auch gut getan, dass es jetzt nicht jeden Tag war. Ich bin nämlich echt gut mit meinem Solo-Programm vorangekommen. Und das, ja, war gut. Aber ich hatte auch Lust, mal wieder rauszukommen und euch was zu zeigen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle brav, bleibt schön zu Hause oder, naja, reduziert den Ausgang aufs Mindeste.